Das Finden der richtigen Mitarbeiter im Vertrieb, das ist mittlerweile eins der größten Probleme, das Unternehmer und Vertriebsleiter plagt, weil Stellenanzeigen funktionieren immer weniger und es geht mehr Richtung Online-Kampagnen und andere Tipps und Tricks. Und heute spreche ich mit einem Vertriebsleiter, der es aber in der Vergangenheit und auch aktuell sehr gut geschafft hat oder auch noch sehr gut geschafft, sein Vertriebsteam Stück für Stück aufzubauen. Und das im Software-Sales oder im Service-Sales, das ist jetzt auch nicht gerade einfach. Und das auch über die Corona-Zeit, also mega, mega spannend. Ist mittlerweile auch, würde ich sagen, ein guter Freund von mir geworden. Wir sind auch schon ein paar Mal zusammen auf dem Berg gewesen. Also haben wir auch schon ein bisschen andere Sachen erlebt. Wir tauschen uns auch als Vertriebsexperten aus, was wir gerade so machen, was gut funktioniert und was nicht funktioniert. Also deswegen bin ich super froh, dass heute der Michael Larche von EcoBot mal wieder im Vertriebsfunk ist. Vielen Dank für die Einladung, Chris. Freut mich sehr, dabei zu sein. Schön, dass du da bist. Erzähl doch noch mal ganz kurz für unsere Hörer, was man bei dir kaufen kann. Ja, Firma EcoBot, wir vertreiben ein Produkt und helfen dabei unseren Kunden, B2B-Kunden letzten Endes, Leads zu generieren und entsprechend ihren Zielmarkt abzustecken. Und zwar, das machen wir, indem wir eine Firmendatenbank kombinieren mit dynamischen Informationen aus dem Internet, wie Webseiteninformationen, Social Media, LinkedIn, Xing-Informationen und machen das Ganze für unsere Kunden filterbar, dass man sich das Produkt, das wir an Unternehmen verkaufen. Und erzähl mal so vom Wachstum her, wie hat sich das Unternehmen jetzt entwickelt in den letzten Jahren? Als ich eingestiegen bin, damals 2012, waren wir zu siebt. Jetzt sind wir knapp 100 Leute ungefähr. Mein Team ist jetzt angewachsen von 2 Mitarbeitern damals im Sales, jetzt auf jetzt aktuell knapp 40 Mitarbeiter. Wir machen ausschließlich in meinem Team New Business, also Neukundenakquise über alle Kanäle. Und allein jetzt hier ist ja, sind wir bei knapp 11 Mitarbeitern, die wir jetzt neu eingestellt haben, allein in meinem Team. Wow, 11 Mitarbeiter jetzt 2021. Genau. Krass. Genau darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Vielleicht nochmal so von mir aus. Also, wir nutzen ja EcoBot die Services auch. Also, es sind Unternehmensinformationen, die meine Account Manager dann sofort in Salesforce drin haben. Also, es ist eingebunden. Das heißt, man kann halt die wirtschaftlichen Daten sehen, aber man kann halt auch Nachrichten bekommen, zum Beispiel, wenn ja, ein neuer Vertriebsleiter eingestellt worden ist oder wenn eine Niederlassung aufgemacht worden ist. Das heißt, meine Account Manager können quasi ihre Aufgaben danach filtern, wo sie sagen, hey, wo macht es eigentlich jetzt am meisten Sinn, anzurufen? Ne? Früher war es immer so, dass man halt eine riesen Liste hatte, die niemals endet mit Wiedervorlagen. Und dann haben die halt oben angefangen und die abtelefoniert, also die Älteste als erstes. Und mittlerweile ist es halt so, dass man halt sagt, hey, wo gibt es denn irgendwelche Anhaltspunkte, dass es Sinn macht, jetzt anzurufen? Also haben die jetzt zum Beispiel neue Stellen ausgeschrieben oder wieder neue Stellen ausgeschrieben? Haben die, ja, irgendwie sind die auf Wachstumskurs oder gibt es ein neues Thema, haben sie ein neues Produkt gelauncht? Sind ja alles wieder, oder hat der Personalleiter gewechselt? Ja, wo wir gesagt haben, bei dem einen kommen wir nie rein. Oder der Einkäufer, das sind alles so Anlässe, wo meine Account Manager jetzt sagen können, hey, mit der Information habe ich immer was in der Hand, wo ich mich wieder melden kann. Die sind natürlich auch mal viel besser informiert. So, und das ist das so, wie wir das nutzen. Die beste Referenz schlechthin. Also tatsächlich, also das ist wirklich so die Problematik, dass die meisten Unternehmen halt die Ex-Firmenlisten mal gekauft haben oder Unternehmensdatenbanken gekauft haben, die meistens irgendwie nach Branche und Region, Finanzkennzahlen und sowas sortierbar war. Was wir halt machen wollen, ist, wir können halt mit diesen dynamischen Inhalten, wie wir sie nennen, aus Social Media, aus Website-Informationen, wirklich diese Kernessenz rauskitzeln, die wirklich diese Golden Nuggets, die wir in den Vertrieb geben können. Und das ist eigentlich an sich so die ganze Idee dahinter. Zu der ganzen Geschichte gibt es aber schon einen Podcast, das verlinke ich nochmal unten in den Shownotes. Da hat der Michael uns das alles schon mal erklärt. Also sehr, sehr cool. Ich empfehle es auch immer weiter. Es gibt auch ziemlich viele Leute aus meinem Netzwerk, die die Dienste jetzt auch für sich nutzen. Und einfach quasi ich meine, wir haben 20.000, 30.000 Leads und Accounts bei uns in Salesforce. Und jeder Account Manager hat eine Wiedervorlage von über 1.000 Einträgen. Da macht es einfach Sinn, da nochmal eine zusätzliche Intelligenz draufzulegen. Und ich glaube, da sind wir auch erst noch nicht mal am Ende angelangt. Da passiert da eigentlich jeden Tag was Neues, was ihr an Services anbietet. Ne? Gerade morgen gibt es einen neuen Relaunch. Just. Da sage ich der Melanie, meiner Vertriebsleiterin, mal Bescheid. Weil die war ja eh letztens bei euch und hat die Informationen aus erster Hand Genau, bekommen. richtig. Das habe ich schon gezeigt. Cool. Erzähl doch mal, Thema Recruiting. Das ist ja jetzt quasi nicht dein Kernbereich, würde man sagen. Du musst ja eigentlich dafür sorgen,
dass neue Kunden ins System reinkommen, dass die Bestandskunden ausgebaut werden. Aber so wie ich das mal bei dir mitbekommen habe, ist Recruiting eigentlich auch immer eine der Sachen, mit denen du dich am meisten beschäftigst. Ja, also Recruiting ist tatsächlich so einer der wichtigsten Punkte in meiner Arbeit geworden, tatsächlich, weil auch wir müssen uns platzieren, auch wir müssen im Endeffekt gute Kandidaten finden. Kandidaten finden ist jetzt nicht sonderlich einfach. Ich glaube, das ist, brauche ich keinem draußen zu erzählen, wirklich geeignete Leute zu finden. Und wir haben halt für uns einfach gedacht, ja, es ist schwierig, aber welche Wege gibt es denn, entsprechend Leute zu finden, die vielleicht auch noch nicht auf dem Qualitätslevel sind, auf dem Know-how-Level im Vertrieb, den wir erwarten bei uns im Vertrieb. Aber wie kriegen wir es auch hin, die Leute reinzuholen, entsprechend bestmöglich auszubilden, um sie danach zu professionellen Vertriebsmitarbeitern zu machen? Das ist eigentlich so Okay. die Story dahinter. Genau, also da höre ich schon raus, das ist schon, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, dass ihr sagt, hey, wir brauchen keine Menschen, die zu 100% fertig sind, die heute schon quasi die perfekten Vertriebsprofis sind, sondern ihr sucht auch ganz gezielt nach Quereinsteigern oder Anfängern. Genau richtig. Also, wir haben tatsächlich mal vor einigen Jahren mal einen Test gemacht und Leute eingestellt. War jetzt keine riesige Zielgruppe und Stichprobe, aber wir haben ein paar Leute eingestellt, die schon Erfahrungen mitgebracht haben. Hat mal geguckt, wie lange dauert denn dort das Onboarding, bis die Leute wirklich gut sind und schon langsam anfangen, wirklich Verkäufe zu tätigen. Und haben das Ganze verglichen zu ganz neuen, frischen Leuten aus der Uni oder Quereinsteigern. Der Unterschied bei erfahreneren Leuten waren so Onboarding-Phase größer nur 3 Monate. Bei unerfahrenen Leuten 4 Monate. Dass die Leute aber ein unterschiedliches Budget gewollt haben, ist, glaube ich, relativ bewusst und relativ klar. Und wir haben uns aber damals entschieden, also gesagt, okay, gut, wir müssen eigentlich an sich gucken. Das Produkt ist relativ komplex, aber wenn wir die Leute entsprechend einen vordefinierten Onboarding-Plan reinpacken und sagen dazu, in den ersten 12 Monaten bringen wir von Technologie über Markt bis hin zu Wettbewerb, Vertrieb, alle möglichen Themen bei, die du brauchst für den Vertrieb. Aktuell sind wir bei einem Plan, wo wir die Leute, die neu frisch dazugekommen sind, größer um 2,5 bis 3 Monate, bis sie die ersten Umsätze schreiben. Also wir haben es schon auch gut runtergebrochen und den Prozess auch entsprechend optimiert. Und es liefert einfach einen mehr oder weniger nicht endenden Strom an neuen Leuten, die jetzt entsprechend ja, sonst irgendwelche anderen Jobs im ersten Schritt annehmen. Aber das Wichtige ist halt wirklich dann den Leuten auch einen Entwicklungsplan hinzulegen und zu sagen, jetzt, heute fängst du hier an, in den nächsten 1 bis 2 Jahren bist du hier. Und mein persönlicher Anspruch ist letzten Endes, dass ich sage, wenn die Leute halt irgendwann mal von Echobot weggehen sollen, sollten die einen Qualitätsstempel drauf sein, zu sagen, okay, die Leute wissen, wie man virtuellen Verkauf durchführt. Nicht nur am Telefon, sondern über LinkedIn, über E-Mail, über alle möglichen Kanäle. Und das machen wir entsprechend tagtäglich mit unseren Mitarbeitern. Okay, wir können jetzt eigentlich Schluss machen. Da war schon so viel drin. Also, wir hatten das Thema Quereinsteiger und Berufseinsteiger. Wir hatten das Thema, okay, ich muss denen ja das Fachliche beibringen und ich muss ihnen das Vertriebliche beibringen. Das wäre was ich noch mal hinterfragen würde, wenn du jetzt sagst, ich nehme jemanden mit Berufserfahrung, macht es dann das einfacher für mich, ihm diese Vertriebsmethode beizubringen oder macht es das schwerer? Also ich kenne auch viele Systemvertriebe, die sagen, wenn ich mir einen reinhole, der schon viele Jahre Berufserfahrung hat, habe ich eigentlich mehr Arbeit, dem das wieder abzulernen, was er falsch gelernt hat, als bei einem neuen, also bei einem leeren Glas, das ich füllen kann. Genau das, was du ansprichst, lerne ich im Endeffekt halt tagtäglich. Es ist deutlich schwieriger, den Leuten was beizubringen, weil im Endeffekt die kommen aus einem ganz anderen Bereich. Viele davon kommen jetzt beispielsweise aus dem Bereich Außendienst, die kennen halt die persönlichen Termine. Virtueller Verkauf ist aber komplett was anderes. Es ist eine ganz andere Anzahl an Accounts, die man entsprechend betreut. Es sind ganz andere Fähigkeiten notwendig, entsprechend um den Kunden zu überzeugen. Natürlich ist und bleibt es Verkauf, gar keine Frage. Gleichzeitig aber sind einfach bestimmte ja, Finessen letzten Endes doch andere. Diese kleinen Punkte, die man entsprechend jetzt im digitalen Vertrieb lernt, sind halt doch etwas anders. Ich meine, jetzt gerade vor kurzem gesehen, dass du einen neuen Kurs aufgemacht hast im digitalen Vertrieb. Das ist genau diese Richtung, in die es jetzt auch künftig aus meiner Sicht auch gehen wird. Das heißt, auch die Leute, die im Außendienst sind, müssen es lernen, entsprechend professionell vor der Kamera aufzutreten, den Kunden entsprechend mit einer guten Storyline durch die Präsentation zu begleiten, um letzten Endes einen Verkauf tätigen zu können. Weil digital ist nochmal die Die Königs. Sekunden, ja, das ist eine Königsdisziplin und gleichzeitig aber auch, wenn die Leute abschweifen, auf einmal aufs Handy gucken, hast du den Kunden verloren. Im direkt Vier-Augen-Gespräch,
machen die Leute es eher selten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das heißt, wie du sagst, die Storyline, die Choreo, wie man die Leute da durchführt, ob man jetzt nur die Leute berieselt mit Informationen oder ob man versucht rauszufinden, wo überhaupt der Nutzen des Kunden drinstecken kann. Du hast ja gesagt, ihr macht auch extra so jetzt so Exploration Calls, dass ihr nochmal wirklich intensiv reingeht und rausfindet, okay, wo steckt denn der Schmerz des Kunden? Wo kann ich da mehr Nutzen rausbekommen? Und ich sage immer, du musst eigentlich immer den Schmerz in Euro aus dem Kunden rauskitzeln, ne? Ja, 100%. Das war auch so ein Game Changer für uns. Wobei wir haben früher, sage ich mal, die klassische Bedarfsanalyse gemacht, auch nach den Bandkriterien unter anderem auch. Und ja, eine gewisse Zeit lang hat das gut funktioniert, aber jetzt mit der Zeit, vor allem auch in dem Kontext, dass ich mich mehr an den amerikanischen Unternehmen auch so ein bisschen orientiere, weil die vertrieblich schon sehr, sehr gut sind in dem Bereich, dann führen sie sogenannten Discovery Calls durch. Und für mich gehen Discovery Calls deutlich weiter als eine klassische Bedarfsanalyse. Ich sage jetzt mal eine These: 80% des Verkaufs passiert im Discovery Call. Ja, also wenn ich dort im Endeffekt einen Vorvertrag schließen kann, muss ich eigentlich nur im nächsten Step in der Präsentation oder wie wir sie nennen, Machbarkeitsprüfung, nur beweisen, dass das, was ich mit dem Kunden besprochen habe und das Problem, das er hat, die Implikationen, die für ihn im Endeffekt von diesem Problem ausgehen, dass wir es beheben können. Und er hat mir eigentlich schon vorher gesagt, ja, Budget ist drin, wenn wir das gelöst bekommen. Deswegen, wir haben ein Commitment und dadurch ist es deutlich effizienter auch innerhalb mit diesem Discovery Call entsprechend zu verkaufen. Auch da war schon wieder so viel drin, dass wir eine eigene Folge draus machen könnten. Ich versuche aber gerade nachzuarbeiten. Also Band, BANT. Ich habe letztens auch mit dem Kunden das BAND gehabt. Da haben wir nicht Time, sondern Desire nochmal rausgestellt gehabt. Also das ist, kommt aus dem Amerikanischen, heißt dann halt Budget, also B, A, Authority. Also ist das der Entscheider, mit dem ich da spreche? Kann der das überhaupt kaufen bei mir? Also verkaufe ich an den Richtigen was? Ne? Need, also gibt es einen tatsächlichen Bedarf für das Ganze und T für Time, also bis wann willst du überhaupt kaufen? Oder halt, wir haben es auch schon mit D gemacht, dann so, okay, gibt es denn wirklich dieses Verlangen, dieses Produkt wirklich zu haben, dieses Desire, ja, das zu bekommen? Ne? Also das ist so die klassische Bedarfsanalyse, die oft in amerikanischen Calls gemacht wird. Ich rede ja immer von einem vierstufigen Vertriebsprozess, wo du halt die Kontaktaufnahme hast, die Bedarfsanalyse, die Angebotspräsentation und den Abschluss. Und der Discovery Call ist im Prinzip die Kontaktaufnahme, zumindest zum Teil, vielleicht ist das schon vorgelagert. Und dann aber die ausführliche Bedarfsanalyse, wo der Kunde dann halt auch sich bekennen muss und quasi von sich aus schon sagen muss, ja, da liegt unser Schmerz, wenn ich jetzt mal uns nehmen würde. Ja, wenn ein Verkäufer einen Tag lang wieder Wiederverlorene anruft, die einfach falsch sind, dann kostet mich das irgendwie 10.000 Euro, ja, pro Tag. Wenn er aber die richtigen anruft, mache ich halt deutlich mehr Umsatz. Ne? Das wäre zum Beispiel was, wo man sagen würde, okay, wenn dich das 10.000 Euro am Tag kostet, dann ist unsere Lösung auf jeden Fall günstig. Okay, also das heißt, damit ist dein Vertriebsprozess jetzt auch schon mal ein bisschen beschrieben. Das heißt, ihr verkauft rein am Telefon oder idealerweise dann per Online-Präsentation. Habt ihr wahrscheinlich jetzt auch in den letzten Monaten noch mal ein bisschen geswitcht. Und wie kommt ihr denn jetzt an eure, wir machen jetzt kein Sales-Thema, das müssen wir vielleicht auch noch mal ausmachen. Wie kommt ihr denn jetzt, aber es ist wichtig zu sehen, was ihr überhaupt für Leute braucht. Deswegen war das jetzt noch mal wichtig. Wie kommst du denn jetzt an deine Bewerber, wie kommst du an deine Kandidaten? Also unabhängig vom Vertriebsprozess an sich, wir nutzen natürlich alle möglichen Kanäle. Also sprich Stellenangebote veröffentlichen, Webseite. Wir gehen relativ viel über LinkedIn Jobs, Google Jobs. Also wir machen dort schon relativ viel. Natürlich nicht nur für den Vertrieb, sondern auch dann entsprechend für alle anderen Positionen, ob es in der IT, in der Forschung, im Marketing, überall. Was ich proaktiv mache, was für mich ganz gut funktioniert, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, ich habe eine Kooperation mit der Hochschule. Und dort wurde ich mal von meiner damaligen Vertriebsprofessorin angefragt, ob ich nicht mal bei denen in der Vorlesung eine Schulung machen möchte, 4 Stunden lang. Die haben tatsächlich ein extrem cooles Callcenter mehr oder weniger aufgebaut, dort einen Raum mit doppelt Bildschirmen, mit Headsets und allem, und die sitzen dann dran und telefonieren. Das heißt also, ich komme morgens hin, lege ihnen Leitfäden hin, pitch das Produkt, pitch die Idee, pitch die Firma, bleib 4 Stunden da. Hört zu, entsprechend wie die Leute telefonieren. Die telefonieren quasi für EchoBot nach außen. Das ist für mich aber in dem Moment kein Problem, weil die sind ja schon so ein bisschen geschult nach 2, 3 Stunden. Und für mich war das natürlich relativ cool, weil am Ende des Halbtages
Kann ich dann hingehen und sagen, ey, bei dir so und so viele Termine rausgekommen, hast du echt gut gemacht, hast Talent, hast nicht Lust auf den Job. Und da sind auch mehrere Leute auch danach dann direkt zu uns gewechselt, teilweise auch Leute, die wir auch eingestellt haben zu Vollzeit, nachdem sie im Studium fertig waren, unter anderem. Und ab November geht bei mir, also wenn wir jetzt dann auch die Folge veröffentlichen, geht bei mir der Lehrauftrag los, auch in der Hochschule. Hier in Karlsruhe auch da, im Endeffekt auch mit Leuten, die aus dem 7. Semester auch Wirtschaftsingenieurwesen studieren, gut qualifizierte Leute, denen man entsprechend Vertrieb mal ein bisschen beibringen möchte. Und könnte natürlich auch fürs Recruiting ganz gut geeignet sein, so eine Präsenz. Okay, das heißt, ihr habt möglichst viele Kanäle, auf denen ihr postet. Und was kannst du sagen, worüber, also Hochschule ist natürlich immer cool, aber das ist ja auch immer so schubweise, ne? Dann hast du halt Semesterende, dann hast du mal wieder ein, zwei, drei Leute und dann hast du aber wieder ein halbes Jahr wahrscheinlich, wo gar nichts passiert. Und je nachdem, wie es dann danach läuft, vom Timing her, ich finde das immer ein bisschen schwierig und das ist auch gut. Wir arbeiten ja auch sehr viel mit dualen Studenten, die bei uns halt hier quasi dann 3, 4 Tage die Woche arbeiten im Marketing und im Vertrieb, parallel dazu noch lernen. Ich habe mittlerweile sogar mitbekommen, dass an der dualen Hochschule in Leipzig mein Podcast als Lehrmaterial verwendet wird im Vertrieb. Das ist natürlich auch immer ganz zu Recht, das ist selbstverständlich, zu Recht. Also das ist die Referenzquelle schlechthin. Und ich mache das ja auch oft. Ich habe jetzt auch in Wiesbaden für einen Masterstudiengang eine Vorlesung gehalten zum Thema digitaler Vertrieb. Das ist natürlich immer cool, aber das ist, wie gesagt, das ist halt immer so punktuell. Aber wenn du sagst, hey, ich will 10, 20, 30 Leute einstellen über die nächsten 2, 3 Jahre, wie baust du da deine Pipeline auf? Ja, also wir haben jetzt aktuell natürlich, also ob das jetzt komplett hundertprozentig darauf zurückführbar ist, weiß ich jetzt nicht, aber wir bauen halt jetzt ein relativ starkes Branding auf über alle möglichen Kanäle. Nicht nur im Bereich Recruiting, aber wir haben zum Beispiel jetzt etwas aufgebaut, sind die sogenannten Expert Talks, wo wir externe Leute zum Beispiel zu uns ins Unternehmen reinholen, die interviewen und dadurch einfach auch nicht nur wir veröffentlichen natürlich diese Videos und diese Interviews, sondern auch die Experten auf der anderen Seite. Das heißt, dadurch kriegen wir eine deutlich höhere Markenbekanntheit. Wir haben eine Sache verändert, die hast du vorher auch nochmal angesprochen zum Thema Büro. Wir haben jetzt zum Beispiel neue Räumlichkeiten aufgesucht, die natürlich deutlich repräsentativer sind als vieles andere. Wir bieten natürlich viele weitere Benefits für Mitarbeiter an, von der klassischen, das erste, was immer kommt, ist die Snackbox, die wir hier aufgebaut haben, die natürlich eine starke Werbewirkung hat. Natürlich ist das Ding immer voll, weil die Leute essen ja jetzt nicht unbedingt jetzt durchgängig Süßigkeiten, aber nach außen hin wirkt es immer was Cooles und man kann im Endeffekt damit auch über etwas sprechen. Natürlich nutzen wir auch solche Portale mehr oder weniger, zum Beispiel Campusjäger nutzen wir sehr effektiv, Nutzen wir weil auch, von ja. dort auch sehr viele Leute auch kommen. Ich habe jetzt probiert jetzt was Neues aus. Die Firma heißt Highrise zum Beispiel. Die sind eher spezialisiert auf den Bereich BDR und SDR. Die bilden die quasi dort aus und da kann man die Leute dann entsprechend dann auch einkaufen im Nachgang. Business Development Representatives und Sales Development Representatives, also BDR und SDR. Genau, das sind die Leute, die vor allem halt am Anfang das sogenannte Prospecting machen. Ich gehe wirklich weg von diesem Thema Kaltakquise. Die machen nicht nur Telefon. Die Leute sind wirklich gut, wenn man die gut ausbildet. Die sprechen Leute über E-Mail, über LinkedIn, über Video, über alle möglichen Kanäle an. Bei uns gehen sie teilweise auch auf Messen zum Beispiel und sprechen natürlich Leute an, jetzt mit Corona schwieriger. Aber die Leute sind wirklich gut und wir geben halt entsprechend 9 bis 12 Monate den Leuten jetzt in Zukunft Zeit, sich auch in dem Bereich noch stärker zu spezialisieren, danach als Account Executive weiterzuarbeiten. Das ist eigentlich so die Strategie für die Zukunft ab 2022. Okay. Okay, das heißt, viele Quellen nutzen. Ja, auch einer, der jetzt in der Wandermaßnahme mit drin war, der Helmut Beck, der ist Steuerberater, die haben auch Riesenthema, Steuerfachangestellte zu finden. Der hat jetzt so ein Multiposting-Tool am Start, wo die quasi dann auch alle kostenfreien Stellenbörsen vom Arbeitsamt über alles mit abdeckt. Und der sagt auch, das bringt immer wieder Rücklauf. Also du musst halt eine große, breite Pipeline haben und dann halt auch einen relativ guten Filter. Weil da kommt natürlich auch viel weniger Geeignetes rein, wahrscheinlich, ne? Ja. Also die Streuung ist extrem wichtig. Ich habe das große Glück, dass wir natürlich auch eine Personalabteilung haben, die schon einen großen Teil der Arbeit abnimmt. Also ich jetzt am Anfang habe ich da die ganzen Sachen irgendwie gescreent und musste mit den Leuten ins Gespräch gehen. Wir haben auch dort, sage ich mal, einen Prozess optimiert, was das Thema Einstellungen angeht, diese ganzen Jobinterviews, wenn man den Step weitergeht, nachdem die Leute sich beworben haben. Früher haben wir die Leute teilweise eingeladen zu Jobinterviews. Später ist daraus ein Probetag geworden, ein Präsenztag. Wegen Corona haben wir das Ganze umgeschichtet und haben gesagt, wir machen einen digitalen Probetag. Funktioniert unheimlich gut, weil wir eine sehr, sehr geringe Fluktuation in dem Bereich haben, weil die Leute einfach auch uns kennenlernen über einen kompletten Tag. Die lernen die Kollegen kennen, die lernen die Prozesse kennen, die lernen die Technologie kennen.
Und auch wir auf der anderen Seite sehen die Person natürlich auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln und hat einen sehr, sehr großen Effekt. Also falls ihr sowas nicht macht, probiert es mal aus. So einen digitalen Probearbeitstag geht in der Regel so Größenordnung mal 4 bis 6 Stunden bei uns. Der Kandidat kriegt immer eine Agenda zugeschickt, also er weiß, worauf er sich einlässt. Er bereitet sich auch wirklich vor. Ist auch ein großes, wichtiges Zeichen auch. Kriegt Aufgaben, ne, vorher. Kriegt vorab am Anfang Aufgaben, vor allem auch für die Leute, die natürlich wenig Erfahrung oder keine Erfahrung im Vertrieb mitbringen, aber wir merken, hey, der brennt oder sie brennt und die haben Motivation, dann zeigen sie entsprechend auch, ob sie sich vorbereiten, weil auch ein Jobinterview ist ein Verkauf letzten Endes. Von dem her will ich mich auch mal vergewissern, dass die Person natürlich sich auch vorbereitet auf den Termin, weil wenn er sich für ein Bewerbungsgespräch, wo es um seine Zukunft geht, nicht vorbereitet, würde er es denn wirklich für einen neuen Kunden tun? Wahrscheinlich nicht. Ja, manchmal ist es wirklich erschreckend. Ja? Also auch wenn du Telefoninterviews hast mit Menschen, die sich nicht mehr die Homepage angeguckt haben oder so, oder auch Leute, die hier zum Vorstellungsgespräch kommen fürs Marketing und ich sage, wie finden Sie denn den Podcast? Und die so, Podcast? Wo ich immer so denke, so, ey Leute, das ist echt merkwürdig. Also, ja, hatte ich jetzt keine Zeit, mich mit zu beschäftigen. Also, alles klar. Aber das ist ja genau das, was ich meine. Also du willst ja wirklich die Leute finden, die gut sind. Und solche Leute disqualifizieren sich relativ schnell. Da braucht man auch gar nicht mehr so lange machen. Die merken es aber auch selbst dann nach einer gewissen Zeit. Okay, gut, die Erwartungshaltung ist natürlich eine andere. Und ich lade teilweise 2, 3 Leute in denselben Termin ein. Sag auch jedem Einzelnen dazu, wir haben noch mehrere Personen dabei. Es geht nicht darum, wir können euch alle 3 nehmen. Das ist nicht das Thema. Aber natürlich ist auch ein gewisser Wettbewerbsgedanke natürlich, der mitschwingt, ohne dass ich da irgendwas sage. Und die Leute bereiten sich dann umso besser vor auf den Termin. Okay, also das funktioniert auch mit mehreren Teilnehmern. Funktioniert super gut. Kannst irgendwie wirklich 2, 3 Leute mit drin haben und dann sparst du dir im Endeffekt mehrere Tage, weil natürlich wir müssen uns auch Zeit rausblocken. Ich habe das große Total. Glück auch, dass ich eine Kollegin habe, die zum großen Teil das ganze Thema Recruiting und Bewerber ab. Aber die ist im Vertrieb, ne? Nicht im. Genau, die ist im Vertrieb, die ist Teamleiterin bei mir im Vertrieb und die übernimmt das ganze Thema. Sie führt im Endeffekt das Team Growth an bei uns. Also sie sucht sich quasi ihre eigenen neuen Mitarbeiter aus in dem Bereich. Und ja, aber auch da, die nimmt mir halt unheimlich viel Arbeit ab in dem Bereich. Und ich komme dann zum Schluss rein, wenn es um das Thema Einstellung geht. Beispielsweise gehe ich natürlich auch nochmal rein und spreche mit der Person eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann sagt dann, ja, gefällt mir auch gut und dann machen wir in der Regel auch einen Vertrag direkt aus. Und auch da ist die Schnelligkeit entscheidend. Das merken wir halt auch immer wieder, weil wir das Feedback auch dann von den Kandidaten bekommen, die dann irgendwie sagen, ja, ich gar nicht gerechnet, dass ich irgendwie direkt danach eine Zusage bekomme oder einen Tag später irgendwie einen Vertrag mir vorlegt oder so, oder dass die Rückmeldung direkt eine Minute, nachdem ich die Abfrage verschickt habe, eine kurze Bestätigungsmail bekommen. Das sind für uns Sachen, sind aus Vertriebsgesichtspunkten komplett normal, aber im Recruiting-Prozess machen das echt wenige. Das verstehe ich Ja. gar nicht. Also Das ist ja im Prinzip kommt das aus dem CRM-System, ja. Also ein Autoresponder ist jetzt nicht so schwierig, ne? richtig. Ja. Aber dann nochmal ganz kurz die Kandidatenpipeline, also viele Stellenanzeigen, Kooperationen und so weiter, Brand, also auch, dass du bei Social Media präsent bist, dass man euch halt sieht, ne? Dass man halt auch Fotos sieht, Videos. Du hast ja auch eine Mitarbeiterin, die Carolina, die einen eigenen Podcast hat, die halt auch was erzählt und so weiter. Das hast du ja eher forciert. Andere Unternehmen machen sowas immer sofort platt, ja? Nach dem Motto, hey, du sollst arbeiten und nicht so einen Mist machen. Aber all das zahlt natürlich auch auf eure Brand ein, ne? Was man da alles tun kann. Sie ist ja auch da sehr aktiv, auch in dem jungen Umfeld, ja, sie ist ein junges Mädchen, die bei euch durch die Decke geht. Das ist natürlich auch ein geiles Vorbild, ne? Das ist natürlich auch mega geil eigentlich, eine geile Idee. Okay, also breiter Kanal. Dann habt ihr eine Vorselektion, also dass ihr halt kurz drüber guckt, okay, kann das grundsätzlich passen, also schon allein von der Lokation und so weiter. Ihr holt die Leute aber auch noch rein, also die fangen dann bei euch physisch dann auch in Karlsruhe an. Die Richtig? meisten davon ja. Es gibt aber auch die Möglichkeit, über Homeoffice zu arbeiten. Das Okay. ist auch fein. Mir geht es einfach darum, es muss ja zum Schluss für beide Seiten ein geeignetes Paket sein. Das Onboarding ist immer vor Ort. Punkt. Also die Leute kommen auf jeden Fall mal zu uns, zumindest mal hier rein für meistens so circa zwischen 2 bis 4 Wochen. Sie mal da sind vor Ort, die Leute kennenlernen, ein gewisses Teamgefühl auch aufbauen, die Produkte kennenlernen mit Schulungen und so weiter. Aber danach kann man an sich von überall aus arbeiten.
Für mich ist halt nur eine Sache wichtig. Wir müssen halt alle im Endeffekt am gleichen Ziel irgendwie arbeiten. Und bin großer Freund davon, deswegen auch beispielsweise eine Caro, die jetzt halt bei uns in den letzten 3 Jahren schon echt was Cooles aufgebaut hat, von ich habe noch nie Vertrieb gemacht, bis hin zu ich mache es echt gut. Und ich meine, du hast mit ihr ja auch gemeinsam einen Podcast gemacht. Du machst ja auch nicht mit jedem einen Podcast, weil es ist ja ein gewisses Qualitätslevel auch dahinter. Finde ich halt unheimlich cool. Und das ist auch mein Anspruch an das gesamte Team letzten Endes, weil die Leute, die bei uns reinkommen mit null Erfahrung, ich möchte die Leute halt durch eine Pipeline durchbekommen, dass sie zum Schluss halt wirklich rausgehen können und sagen können, ey, geil, ich habe eine coole Schulung, ich bin virtuell Selling, ja, gut unterwegs, kenne mich da sehr gut aus, habe mit vielen Kunden schon gewonnen und das ist so mein Anspruch an sich, an die Rolle bei uns im Vertrieb. Okay, okay, und dann also Vorauswahl, dann macht ihr ein Telefoninterview mit den Leuten und die Leute, die dann passen, werden dann zu diesem digitalen Probearbeitstag eingeladen. Finde ich eine geile Idee. Das haben wir bis jetzt hier, wir haben das jetzt auch schon gemacht. Wir hatten teilweise auch jetzt eine Kandidatin aus Amerika dabei, die sich dann halt mit eingeklinkt hat und so weiter. Aber wir haben es noch nicht mit mehreren gleichzeitig gemacht. Wir hatten es immer nur mit einzelnen. Aber auch mit mehreren Stunden, dass die auch Aufgaben hatten, dass die dann teilweise zugeguckt haben, im Marketing zum Beispiel wieder geschnitten haben oder beim Sales zugehört haben und so weiter. Geht ja mittlerweile alles, ne? Haben wir auch den Kunden dann gesagt, hey, hier ist eine Bewerberin mit im Gespräch drin, wenn sie nichts dagegen haben. Die Kunden finden es am meisten noch cool. Meistens lockert es die Stimmung immer noch, ne? Also das ist mega. Und dann, dass ihr quasi am Ende des Probearbeitstags eigentlich schon eine Entscheidung trefft, ob ihr ein Angebot macht oder nicht. Genau. Rahmenbedingungen habt ihr wahrscheinlich vorher schon geklärt, denke ich mal im Groben. Also Gehalt, Provision, wie, wann, wo und so weiter. Dann kommt also schnell entscheiden, schnelle Zusagen machen. Das ist auch was Neues für die meisten. Ja, die warten ja wochenlang, dass dann irgendwas passiert. Also Speed, da einfach dann schneller sein als die anderen. Dann lassen wir mal ganz kurz aufs Onboarding eingehen. Also ihr stellt ja dann relativ schnell ein. Andere Unternehmen nehmen sich ja wochenlang Zeit und machen X Runden. Ihr macht das ja relativ fix. Das heißt, du kannst ja nicht immer richtig liegen, ne? Was macht ihr denn jetzt, wenn ihr erkennt im Rahmen des Onboarding, hey, das wird nichts? Da ist, glaube ich, die klare Kommunikation relativ wichtig. Also wir müssen auf der einen Seite immer wieder Feedbacks haben. Wir sind sehr, sehr nah an den Leuten dran. Das heißt, es gibt halt einen klaren Onboarding-Leitfaden, um den es dann geht. Bevor wir zum Onboarding-Leitfaden kommen, wir haben auch die Leute, die fangen, teilweise sagen die uns heute zu, und weil sie den aktuellen Job haben müssen, können die erst in 2 Monaten, 3 Monaten später anfangen. Wir schicken denen auch vorab schon mal ein Pre-Boarding zu. Sprich, ist auch eine Datei mit vielen Informationen, teilweise mit Geschenken, teilweise mit Bildern von uns aus dem Team, damit die Leute sich, sag ich mal, so ein Gefühl auch dafür bekommen, wer, mit wem sie jetzt in Zukunft zusammenarbeiten. Die Leute arbeiten sich dann auch extrem gut ein. Ich habe jetzt vor kurzem 2 neue Leute eingestellt bei uns, die jetzt ab September angefangen haben. Die kommen hierher und bringen schon Inhalte raus aus Schulungsunterlagen, die wir vor einiger Zeit veröffentlicht haben, wo ich gesagt habe, woher wisst ihr das? Ja, Antina hat es uns zugeschickt. Ah, okay, cool. Und dann geben die mir ein gutes Feedback schon mal zurück und stellen schon die ersten Fragen, wo ich sage, boah, geil, das ist cool. Also ein bisschen hit the ground running, ohne dass du irgendwie von null auf irgendwas aufbauen musst, sondern die haben sich schon selbst erarbeitet. Auf Basis dessen, sobald der Vertrag unterschrieben ist, sind die halt bei uns an Bord. Und da unterstützen wir sie, damit so schnell es geht auch ja, vorankommen. Zu deiner Frage hin, wie lange gucken wir zu? Wir gucken in der Regel zu und gehen in die Gespräche. Größenordnung so 2 bis 3 Monate. Also für uns ist es genauso wie für den Bewerber auch oder für den neuen Mitarbeiter auch eine Probezeit letzten Endes. Wir gucken sich das Ganze gemeinsam an. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als Leute da zu haben, die sich dann unwohl fühlen, aber nicht sich trauen, irgendwie einen Schlussstrich zu ziehen. Also wir haben natürlich auch eine gewisse Vorsorgepflicht und müssen halt gucken, dass die Leute auch dann fit bleiben und auch dann mental in keine Probleme reinkommen. Passiert, müsste ich sagen, so gut wie gar nicht. Es gab auch schon mal solche Fälle, dass man sich intern Druck sehr gemacht hat, aber in der Regel durch diesen Onboarding-Plan und durch dieses ganze Pre-Boarding-Thema und dieses ganze Thema Bewerberauswahl mit mehreren Steps hat es in letzter Zeit extrem gut funktioniert. Also wir ziehen die Leute wirklich extrem gut durch diesen Prozess durch, die zum Schluss auch ihre Erfolge haben und dadurch auch dann ja, ins Team reinkommen. Das heißt, keine Auswahlquote? Wir haben jetzt dieses Jahr eine Person, die ausgefallen ist von 9 eingestellten Leuten bis jetzt, nee, jetzt 11 Leuten, die eingestellt wurden, weil sie zurück musste nach Kanada. Okay. Familie musste zurück nach Kanada. Aber Okay. alle anderen sind noch da. Das ist gut. Ja, also von dem her, wir sind da schon relativ zufrieden. Super. Das ist außergewöhnlich. Also ich kenne da andere Quoten.
Gerade auch im Telesales. Also was ich damit noch sagen wollte, ist, es ist halt wichtig, wenn du dich schnell entscheidest, jemanden einzustellen. Also erstmal, dass du dich schnell entscheidest, ist wichtig. Aber wenn du das tust, musst du halt sehr genau drauf gucken. Das musst du eigentlich immer. Und halt, wenn du merkst, dass es nicht funktioniert, wie du gesagt hast, derjenige quält sich, irgendwie kommt nicht richtig vorwärts und so weiter, dass man dann halt auch quasi im Sinne des Mitarbeiters und natürlich auch des Unternehmens sagt, hey, das passt jetzt nicht. Lass uns mal einen Weg finden, wie wir uns auch wieder auf einem guten Weg trennen können. Genau. Also man gibt dem Mitarbeiter ja auch eine Chance, einen neuen Job zu finden, bei dem er halt vielleicht mehr Spaß hat, mehr Glück hat, mehr Erfolg hat. Also von dem her musst du einfach ganz offen miteinander umgehen. Bei uns ist halt eine relativ offene Kultur hier. Und dann spricht man die Punkte einfach an, die einem passen oder nicht passen. Und dann kriegt man das aber relativ schnell gelöst. Cool. Michael, lass uns mal den Sack zumachen hier. Gerne. Also es war unglaublich viele Sachen dabei. Wir haben über deinen Vertriebsansatz gesprochen, ne? Dass ihr quasi jetzt alles online macht, alles digital, dass ihr einen mehrstufigen Vertriebsprozess habt. Das haben wir jetzt nicht mehr so ganz genau aufgedröselt, aber es gibt auf jeden Fall, es gibt wahrscheinlich einen Qualifikationscall, dann gibt es einen Exploration oder Discovery Call, dann gibt es wahrscheinlich nochmal einen Eine Demo-Meeting. Machbarkeitsprüfung. Machbarkeitsprüfung. Genau, also ein mehrstufiger Vertriebsprozess, der möglicherweise auch von unterschiedlichen Personen mit unterschiedlichen Skill-Leveln durchgeführt wird. Dadurch hast du schon mal eine Skalierbarkeit. Was natürlich immer schwieriger ist, jemanden zu finden, der alles von A bis Z kann. Ja, und meistens auch dann nicht auf alles von A bis Z Lust hat. Ja, das sagen wir ja auch ganz oft, ne? Dann hast du quasi eine Pipeline aufgebaut für Kandidaten, die wirklich sehr, sehr breit ist, mit unterschiedlichen Quellen, von Vorlesungen an der Hochschule über Partner, mit denen du zusammenarbeitest, bis hin zu Stellenanzeigen. Und dann halt auch einen sehr systematischen Prozess, wie die Leute rekrutiert, ausgewählt und dann natürlich auch ongeboardet werden. Und das sind, glaube ich, so die Zutaten, die ein Unternehmen, das wachsen will, braucht, um halt das auch in den heutigen Tagen hinzukriegen. Weil wenn du dich halt nur auf eine Quelle verlässt oder auch nur, sagen wir mal, so ein Profil, das sagst, hey, ich will nur Leute haben, die 20 Jahre Berufserfahrung haben, wird es halt schwierig. Ne? Und auch gerade dieses Thema, hey, wir haben hier eine Methode, wir wissen, dass die funktioniert und wir brauchen Menschen, die sagen, hey, ja, ich nehme diese Methode an und wende sie an und dann funktioniert sie auch. Ne? Sonst Hire for attitude, train for skill. Und ja. das ist so eine Sache, die wir halt einfach leben und weil ich einfach sage, mich interessieren tatsächlich, und da vielleicht immer so der Aufruf an die Hörerschaft, mich interessieren jetzt nicht die besten Zeugnisse oder irgendwie das krasseste Anschreiben oder so. Mich interessiert aber, wie gehst du im Endeffekt vor? Wir geben dir die Möglichkeit, auch ein Video im Bewerbungsprozess zu machen. Bist du motiviert im Video? Sprichst du mich auch vielleicht persönlich mal an, auf LinkedIn beispielsweise? Und solche Sachen, sei anders, probier dich aus. Diese ganzen Themen, die man so schulisch mitbekommt mit Zertifikaten und so weiter, ja, das ist schön und gut, aber vor allem, also zumindest mal, ich kann nur für mich sprechen und meinen Prozess. Ich bin da super offen dafür, wenn die Person interessant ist, spreche ich mit ihr. Du musst im Endeffekt selber diese Begeisterung in dir drin haben und dann funktioniert das auch. Dann findest du auch einen sehr, sehr guten Job, auch für Quereinsteiger, sehr, sehr gut geeignet, sich in dem SaaS-Business wirklich was aufzubauen. Also Hire for Attitude, Train for Skills, heißt, du nimmst jemanden für seine inneren Einstellungen, weil die kannst du nicht verändern. Die Skills sind aber so veränderlich heutzutage, ne, weil du kannst ja morgen sagen, hey, ich will einen anderen Vertriebsprozess haben oder sowas. Wenn du sagst, ich kann nur das, hast du halt ein Problem. Also das ist sicherlich ein Thema und dass die Menschen sich halt mit dir zusammen entwickeln können, ist, glaube ich, auch ein Riesen. Das hast du ja auch gesagt, ne? Dass du auch einen Entwicklungsplan aufzeigst. Hey, wenn du bei uns bleibst, kannst du über 2 bis 3 Jahre halt dieses und jene erreichen. Ja. Sehr, sehr cool, Michael. Ich könnte da noch, wir könnten noch stundenlang weitermachen, aber lass uns mal das rund machen. Ich glaube, das ist für jeden, der sich mit den Themen beschäftigt, schon mal ein ganz guter. Ganz gute Hinweise drin gewesen, ganz gute Anleitung, wie man es machen kann. Wie kann man mehr von dir erfahren? Wie kann man was bei euch kaufen? Wie kann man sich bei euch bewerben? Ja, super gerne von mir erfahren, gerne über LinkedIn, das ist, sage ich mal, der primäre Kanal, über den ich agiere. Wenn ihr was bei uns kaufen möchtet, schaut euch sehr gerne auf unserer Webseite um, Echobot, also www.echobot.de. Da wird es jetzt, wie gesagt, morgen einen großen Relaunch geben mit viel Trara und Pressemitteilung und Videos und so weiter. Das wird cool. Schaut euch gerne mal an. Und last but not least, bewerben super gerne auch über die Stellenangebote bei uns auf der Webseite. Sprecht mich auch proaktiv gerne an. Das ist nochmal ein Zeichen, dass ihr hier zugehört habt und was mitgenommen habt. Weil ich bin da super gerne bereit, um mit den Leuten vor dem ganzen Bewerbungsgespräch auch mal zu quatschen und mal zu gucken, ob die Person dabei auch passt. Und da kann man dann die einen oder anderen
guten Worte auch im Recruiting-Prozess noch weitergeben an die Kollegen. Genau. Und ihr sucht jetzt primär Juniors, aber auch Menschen mit Berufserfahrung auch, die als Quereinsteiger reinkommen? Ja, wir suchen primär zum großen Teil tatsächlich Juniors, also Leute, die noch wenig Vertriebserfahrung haben, aber dort reingehen wollen. Das sind eigentlich so die primären Charaktere, die wir suchen. Wir sind aber jetzt nicht verschlossen für Leute, die auch gute Erfahrungen mitbringen, die wir bei uns entsprechend gut einsetzen. Also für beide Seiten letzten Endes. Cool, super. Verlinken wir alles in den Shownotes. Michael, war mir eine Freude, mit dir zu plaudern. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die Insights, die du uns gegeben hast und wie offen du das auch machst. Also auch da finde ich, seid ihr echt ein Vorbild und du bist ein Vorbild. Also, Super gerne, vielen Dank. danke, dass du Vielen da Dank, dass ich warst. dabei sein durfte. Mach's gut, bis dann. Gebt alles. Tschüss. Danke, ebenfalls. Ciao, ciao.